Good morning from the rooftop. Mann, Mann, da sind viele Haken. Ja, pro Seite 14 mal 6. Also 64 Haken. 84. So, heute geht's um die Lüftungsziegel oben. Also mal ganz rauf. Also, wenn man es doch komplett voll legen will mit Platten, dann sollte man möglichst die Haken ganz außen setzen. Das heißt, so weit wie es geht nach rechts, links, oben, unten. Jetzt sind wir gerade oben. Juhu, letzte Reihe. So. Wir sind jetzt beim nächsten Haken, wie man da schon sieht, das sind schon vier gesetzt. Ich bin genau auf der Reihe vom nächsten Haken. So. Die oberste Reihe ist ein Lüfterziegel. Das heißt so viel wie, die ganze Dachhaut wird belüftet von unten nach oben. Unten ist ein Gitter, oben ist auch ein Gitter. Die Luft kann von unten nach oben durch. Dass alles abtrocknet, falls irgendwo Feuchtigkeit steht. Das Holz nicht gammelt oder schimmelt. Ja. Das Besondere bei den Lüfterziegeln ist, die sind ein bisschen anders. Und ein bisschen anders zu montieren. Ja, im Prinzip hält man das einfach so hoch mit den Fingern. Und tut einen breiten Keil rein. Also wirklich, der muss wirklich breit sein, weil sonst zerdrückt man die Gitter. Die Gitter sind, glaube ich, aus verzinkten irgendwas Material, Eisen. Und dementsprechend sehr filigran und biegsam. Also wenn man da einen schmalen Keil rein tut, dann wird das hier gleich platt. Weil das ziemlich stramm hoch geht. Also die letzte Reihe, die aufgestellten Ziegeln, die verschwinden da in den Dachhaubenziegeln. Und ja, jeder zweite ist angeschraubt. Und man braucht eigentlich die Ziegel nicht abschrauben. Es reicht so reinklemmen und man bekommt den schon raus. So, wir sind wieder mal genau beim Sparren. Meine Unterlegbretter sind jetzt schon da vorbereitet. Ein paar von die Bretter einfach reingeschoben. Ja, das schieben wir jetzt einfach weiter. Also das sind 9 mm Siebdruckplatten. 11 x 98,7. Also genauso breit. Oder so, ja, genauso breit wie von Sparren zu Sparren der Abstand ist. So, zweiter Keil ist auch praktisch. Man hebt den ein bisschen an. Kitzelt den unteren Ziegel raus. So, jetzt rutscht man ein bisschen auf die linke Seite. Die letzte Reihe wird gleich da oben ausgeflext. Ja. Wie immer, Diamantscheiben. Und los geht's. Die Ausnahme für den unteren Ziegel passt. Nachdem ich das schon x-mal gemacht habe, brauche ich da auch nichts anzeichnen. Da dasselbe, das hat man irgendwann ein Gefühl, wie das einschneiden geht. Ja.
Ja, das sind die Domdachverschiebeziegelsulen. Steht da oben. So, bevor wir die wieder zurück einstecken, fängt es noch ein bisschen davor ab. Das mache ich bei allen so. Kann nicht schaden. Verschließt ein bisschen die Flexkanten. Jo. Dauert jetzt nicht lang, wenn man schon alles gerichtet hat. Im Prinzip ist das so ein Fläschchen mit einem Pinsel. Das muss man halt immer auffüllen. Aber also ist besser, als jetzt nichts rauf tun. Das versiegelt zumindest das ein bisschen, dass es nicht irgendwie eingefriert oder ja, irgendwie Erosion das Ding brechen lässt. So, jetzt tun wir zuerst den unteren wieder rein. Raus tun und dann den oberen rein. Der obere ist oft ein bisschen trickreich, weil er überall hängt. Schauen wir mal, aha, haben wir Glück, haben den hoch genug gehoben, also da sieht man genau die Falzgitter und ja, der hat das auch erkannt, dass diese Lüftungsgitter da genau irgendwie einlegen. Ja. Also, mal den ein bisschen rüber drehen. Dann geht es jetzt weiter mit den Dachhacken. So, dazu haben wir jetzt noch die Unterlegplatten anschrauben. Wieder purzelt mal eine Schraube runter. So. Wenn geht nicht auf die geflexten Ziegel rumsteigen. Also hinter der Lattung sollten die Sporen sein. Sparren. Sollten, weil nicht jeder Dachdecker platziert die so genau, dass man dann die Sporen auch trifft. Da kann ruhig einmal ein paar Zentimeter um sein. Da sieht man nachher ganz gut dann beim Reinschrauben der dicken Schrauben, der 8x160er. Wenn die nicht gescheit ziehen, dann hat man Sparren nicht getroffen. So, jetzt kommt wieder der Dachhaken platziert. Ja, hin und wieder stehen da die Schweißnähte über, das muss man ein bisschen abziehen mit der Fächerscheibe. Aber sonst sind das ganz gute Haken, diese Standard-Schletterhaken. So, mittig platzieren, ein bisschen nach oben rucken. Und dann die Löcher für die drei Halteschrauben anzeichnen. Aha. Den gröbsten Dreck wegmachen. So. Jetzt ist er eigentlich bereit zum Einschrauben. Mal Bit wechseln. Geht relativ schnell, ich habe jetzt da keine zweite Maschine dafür. So, und rein die guten Dinger. Die verzieht sie meistens in irgendeine Richtung. Aha, das ist ungut. Jetzt ist die untere vielleicht.
Tee trinken. Ja, besser. So, alle ziehen gut. Der Haken hat auch massig Luft. Ist schon fast zu viel, also da sollten mindestens 5 mm sein. 6, 7 wären besser. So, und zum Schluss bekommt er nur eine kleine Schraube. Die kleinen Schrauben sind dazu da, dass alles noch besser verbunden wird und dass ich den Haken nicht drehen kann. Und sollte wieder eine Fehlerquelle minimieren, dass irgendwas nachgibt oder ja, nachbiegt. So, im Prinzip ist es jetzt fertig montiert. Haltet bombenfest. Jetzt können wir die Ziegel wieder runterziehen. Mal schauen, dass wieder alles übereinander liegt. Dann ein bisschen unterstützen und den Keil vorsichtig raus. Und schauen, dass das Gitter wieder genau in dieser Sicke drinnen liegt vom Ziegel. Zum Schluss alles noch ein bisschen einrichten. Schauen, dass alles sitzt. Und dann ist er auch schon fertig.